Lässt Julian Klaassen das Kapitel Bibi jetzt endgültig hinter sich? Es ist die Schocktrennung des Jahres. Im Mai gibt der YouTuber das Liebesaus mit seiner Frau bekannt. Bibi ist diejenige, die sich nach über 13 Jahren Beziehung trennt. Ihre Millionen Fans sind damals total schockiert und hoffen inständig, dass das einstige Traumpaar sich wieder aufraffen kann. Doch ein Liebescomeback wirkt immer unwahrscheinlicher. Der Grund: Beide haben ziemlich schnell neue Partner. Bibi wird immer wieder mit ihrem neuen Lover Timothy Hill gesichtet. Auch Julian scheint mit seiner neuen Tanja Makaric total happy zu sein. Inzwischen fahren der Content-Creator und die Sportlerin eine regelrechte Liebesoffensive im Netz. Will er so zeigen, dass er über die Mutter seiner Kinder hinweg ist? In den vergangenen Wochen steigert Julian sich immer mehr. Zunächst zeigt er nur Tanjas Hände beim gemeinsamen Dinner oder im Pool. Anfang Juli hat er dann wohl keine Lust mehr, ein Geheimnis aus ihrem Flirt zu machen. Hier zeigen sie sich ganz offen zusammen im Urlaub. Das Pikante? Hierbei handelt es sich um das Ferienhaus, das Bibi und Julian sich gemeinsam anschaffen. Jetzt brechen bei den Turteltauben alle Dämme. Sie zeigen sich ganz offen beim Kuscheln und bei Date Nights. Außerdem überschüttet er die heiße Brünette mit Blumen. Auch in der Öffentlichkeit verstecken sie ihre Liebe nicht mehr. Promiflash Insider sichten Julian und Tanja in Köln. Hier turteln sie zusammen in einem Szenecafé. Und hier laufen sie Hand in Hand über den belebten Domplatz. Ein weiteres Indiz dafür, dass Julian sich jetzt voll und ganz auf Tanja konzentriert und mit Bibi abschließt? Er löscht alle Pärchenbilder mit seiner Frau. Vor rund 2 Wochen verschwinden Aufnahmen wie diese hier von seinem Instagram-Profil. Der 29-Jährige erklärt auch, wieso. Es war komisch, diese Bilder jeden Tag auf meinem Profil zu sehen und ich fühle mich jetzt so einfach wohler damit. Ich werde diese Zeit selbstverständlich niemals vergessen, aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Deutliche Worte von Julian. Doch wie sieht es von Bibis Seite aus? Die Beauty-Unternehmerin hat immer noch alle Bilder mit Julian online. Auch sonst schreit ihr Instagram-Profil nicht gerade nach neuer Liebe. Bibi postet nach wie vor keinen Pärchen-Content mit Timothy. Während sie direkt nach der Trennung eine sexy Aufnahme nach der nächsten teilt, ist sie inzwischen ungewohnt inaktiv im Netz. Ihre Fans stellen bereits ihre Theorien auf. Entweder will Bibi die erste Verliebtheitsphase privat genießen, oder ihr kommen langsam Zweifel. Schon komisch, Julian postet die ganze Zeit mit Tanja und wirkt glücklich und von Bibi kommt gar nichts. Ich glaube ja, sie wollte nur ein Abenteuer und will Julian jetzt zurück, schreibt ein Follower unter ihrem jüngsten Post. Was gerade wirklich in Bibi und Julians Köpfen vorgeht, wissen nur sie selbst. Aber es sieht nicht danach aus, als ob ihre Fans sich noch auf ein Happy End bei den Klaassens einstellen können.